Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute, wie es im Titel schon steht, Gras mähen. Ja, es ist ziemlich hoch geworden und ja, das wollte ich euch einmal zeigen. Da klappert ja irgendwas. Aber das nur nebenbei und dann würde ich sagen, drehe ich euch mal einen Dumm. So, diese Rasenfläche habe ich mal ja neu angesät. Die ist auch schon sehr hoch, wie man so sehen kann. Da wird auch mal wieder Zeit. Ja, hier hat der Hund gebuddelt. Und hier ist unser Stachelbeerbusch. Da kommen auch schon Stachelbeeren. Ziemlich viele. Da ist, ja, hier ist ein bisschen was umgeknickt von diesem einen Busch. Und hier, das hatte ich ja mal eingepflanzt. Ja, da dieses Stückchen hier, dieses helle, das ist jetzt schon gewachsen. Ja, die sind ein bisschen krumm. Hier ist ein bisschen mehr gewachsen, wenn man so ein bisschen sehen kann. Ja, komm mal. Und ja, der Rasen ist sehr hoch. Hier steht auch nicht ganz so dicht. Aber halt unsere Mutter da hinten. Und ja, das wollte ich mal machen. Wenn man sehen kann, es muss. Wenn man die Töpfe so sehen kann. Ja, es muss ein bisschen Rasen gemäht werden. Ja, und hier liegt ja heute noch unser Holz. Das müssen wir auch noch klein machen. Aber wie man hier so sehen kann, das wächst schon alles so ein bisschen ein. Und von hier hinten, hier ist schönes hohes Gras. Das muss auch gemäht werden, gemulcht werden, wie auch immer. Das hier möchte ich mal als Zeitrafferaufnahme machen. Wieso? Erstens, damit ich nicht nur so viel schnibbeln muss, weil mein Laptop ist nicht so gut dafür. Ist schon ein bisschen älter und der Ton läuft zwar ganz normal, aber halt nicht, ja, das Bild. Bild passt nicht zum Ton, sagen wir mal so. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das hier erst mehr oder mit unserem Freischneider erst abmähe und dann nochmal richtig mit einem Rasenmäher mähe. Das muss ich mal gucken. Aber erst vorm Haus und dann mache ich das hier hinten. Und ja, das nun mal so dazu. Und ja, hier ist es auf jeden Fall sehr hoch. Ja, fast bis zum Knie da hinten auf jeden Fall. Und ja, das mache ich hier mit der ja, Zeitrafferaufnahme. Dann hole ich, glaube ich, mal das andere Stativ her. Ich hoffe, ich schaffe das heute auch noch. Weil, wenn man so den Himmel anguckt, hinter mir ist halt alles so ein bisschen bedeckt. Und dann würde ich sagen, fange ich an. Und ja, wenn was Interessantes kommt, hole ich euch wieder. Also, bis später. Thank you.
hat ja so einigermaßen gut geklappt. Ja gut, es ist ein Rasenmäher, das Gras war sehr hoch. Aber für das andere da hinten hole ich gleich den Freischneider und ja, mähe erstmal soweit alles runter und dann kram ich das alles zusammen. Das mache ich auch wieder in Zeitrafferaufnahme. Und ja, danach fahre ich dann nochmal mit dem Rasenmäher rüber, damit das schön alles ja, gleichmäßig ist. Zumindest fast gleichmäßig ist. Also hole ich mal den Freischneider. Oh, Gehörschutz habe ich schon mal in der Hand. Gut, die anderen sagen auf mit dem Benzinmäher Gehörschutz auf. Ja, ich weiß, aber wer macht das schon? Ist halt ein Rasenmäher, ne? Also hole ich mal den Freischneider und stelle ich mal eben um. Und dann geht's weiter. Fertig geworden hier. Da liegt ja Garfield. Ja, hier geht's nicht besser, weil hier liegt noch überall Gestrüpp und Äste. Wir haben jetzt keinen Rasentrimmer oder wie man das auch nennt. Wir haben zwar einen, aber der ist nur mit Kabel und es hat angefangen zu regnen. Ja, hier habe ich jetzt das Gras hingelegt, was ich da weggemäht habe. Ja, es ist noch nicht tief genug gewesen und ja, es ist halt ein Rasenmäher und kein Mulcher. Und wie man hier so sehen kann, ja, es ist schon ein Unterschied zwischen Rasen und ja, hohen Rasen. Ja, wie gesagt, das ist ein Rasenmäher und kein Mulcher. Ja, so soll das jetzt erstmal bleiben. Wie gesagt, ich mähe hier nochmal ein bisschen
dran lang später, damit ja, da wirklich nochmal mit dem Rasenmäher dran lang gefahren werden kann oder drüber gefahren werden kann. So rum. Und ja, das soll es auch dann soweit gewesen sein. Eigentlich alles soweit geschafft, bis auf das Stück da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.